Haben die denn Stöckchen geklaut? Ja? Na komm, wir versuchen einen neuen. Jeden Morgen geil aus, ehrlich. Selbst wenn bewölkt ist, sieht das geil aus morgens. Ist immer neu, immer schön und ist cool, ist echt cool. Aber jetzt ist eine Pause. Ich habe meine Mutter hier sehen. Die, die länger dabei sind, haben sie wahrscheinlich erkannt. Meine Eltern sind gestern gekommen. Ein paar Tage frei, jetzt geht's in den Supermarkt. Allerdings nicht nur um Beine hochzulegen, ist der Bananenschalter. Allerdings nicht nur um Beine hochzulegen, sondern auch ein bisschen mehr tun. Meine Rückkehr in den Uckermarkt verbreiten, mit potenziellen Kunden sprechen und so ein paar Gespräche führen, mal sehen. Hasse, Baby, hasse. Nein, nein. Können Sie da ein bisschen bellen heute früh? Schön. Guten Stock haben sie geklaut. Gestern haben wir einen Ball gefunden. Wir haben den Stock an derselben Stelle hinter die Tür immer, wo sie dann immer gleich morgens holt. Aber ihr Stock war weg heute. Ja, man muss einen neuen suchen. Ach, herrlich. Das ist immer die beste Zeit des Tages für mich. Das ist so. Runterkommen. Das ist, hier komme ich erst richtig runter, wenn ich abends einen harten Tag hatte oder den Tag davor hart war auf Arbeit. Dann sitze ich zwar zu Hause eine Weile rum, dass ich erstmal so ein bisschen runterkommt und mache noch ein bisschen am Rechner, dann gehe ich duschen und dann gehe ich ins Bett und dann. Aber das ist erst so, das ist immer der Moment, wo ich wirklich entspannen kann. Ansonsten habe ich gemerkt, dass ich für mich immer so. Ich habe die letzten Jahre so gemerkt, dass ich Struktur irgendwie in meinem Tagesablauf brauche, weil ich dann irgendwie besser klarkomme. Was sind denn jetzt hier? Ich sag, ich finde immer einen. Was? Ich finde immer einen, ich weiß nicht woher, aber. Ich weiß es wirklich nicht. Musst du Alarm machen? Ich wollte die Qualle da filmen. Ich habe letztens einen Vlog aufgenommen. Den habe ich dann später zu Hause gelöscht, noch auf der Kamera gelöscht, weil ich irgendwann so grumpy wurde und so gemeckert habe, dass ich das nicht mehr irgendwie veröffentlichen wollte. Und da wollte ich mit euch über Struktur und Fokus sprechen, weil ich die letzten Jahre für mich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen Struktur und Fokus brauche im Tagesablauf, was mir einfach hilft. Zum Beispiel, dass ich halt morgens um 5 erstmal aufstehe und mit dem Hund an den Strand gehe und erst danach mich an den Rechner setze und so bestimmte Abläufe halt dieselben sind. Das ist so ein bisschen wie bei Autisten vielleicht, aber ich glaube, das hilft allen von uns, wenn wir so bestimmte Abläufe ein bisschen gleich machen. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich meinen To-Do-Zettel auf Zettel schreibe. Also eine Zeit lang habe ich gedacht, hier Smartphone, alles in Apps hier. Things und weiß ich, Evernote und so. Aber wenn ich meinen To-Do-Zettel auf den Zettel schreibe und auf den Zettel habe, arbeite ich es eher ab und sogar schneller, als wenn ich es mir merke oder in der App irgendwo rumschreibe. Einfach schnell auf den Zettel schreiben, To-Do-Liste, fertig. Und dann ruckzuck arbeite ich die ab. Und dann bin ich wirklich oft schneller fertig oder weiß ich nicht, beim Schreiben denke ich so, da brauche ich einen halben Tag für.
Und dann ist innerhalb von 2 Stunden alles fertig. Das ist total geil. Und ich kann mir Sachen auch besser merken, wenn ich sie in mein Notizbuch schreibe, anstatt in eine App. Es muss irgendwie mit dem, weil man es nochmal mit der Hand schreibt, und zwar wirklich mit der Hand schreibt und vielleicht so ein bisschen bewusster schreibt, als wenn man es irgendwo in der App reintippt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hilft mir das besser. Sich alles richtig schön kaputt gefahren, wenn er gegenballert ist. Das hat er verdient. Man könnte so eine Autofahrt ja immer benutzen, um allen möglichen Scheiß zu machen, Instagram-Stories anzuschauen, Snapchat durchzuschauen oder so, aber man fährt in diesem Land von einem Funkloch ins andere. So schrecklich. Der Netzausbau ist so scheiße. Yeah, Uckermark. So, guck hier. Oh, 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 oh. Oh, endlich eine Uckermark. Sind wir erstmal bei Oma. Wir sind ein bisschen früh. Wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Wieder erwartend. Nachher gibt es hier gleich Mittagessen. Entenbraten. Meine Eltern für meine Oma. Meine Schwester kommt nachher noch. Und für mich gibt es Kartoffelpuffer. Ich bin ja Vegetarier. Seit wann eigentlich? Fast 2 Jahren jetzt. Erstmal Omas Obstgarten plündern. Oh, muss man Fokus. Ach, nerviger eigentlich mit einem. Kein Autofokus. Ich habe eine Birne. Die ist perfekt. Die ist noch nicht mehlig. Aber auch nicht sauer oder so. Das ist das Beste, was du haben kannst. Ein Baum ran, Apfel oder eine Birne pflücken. Bäm. Geil. Hallo, mein Kutti. Ja, hallo, mein Kutti. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß hin. Oh, du bist ja schon fertig. Nee, ich bin bald spät um. Oh. Meine Schwester ist da. Ja! Hey, na? Na. Ich bin so voll die Fresse. Luft holen fällt mir schwer. Hier sind 40 Grad drin. 40. So. Bei meinen Eltern. Meine Eltern sind noch woanders ran. Meine Schwester ist schon voll von. Oh, ich glaube, da sind sie da. Ich stehe jetzt hier auf der Brücke. Und wenn man in die Koordinaten eingibt von meinem Tattoo hier, landet man ganz genau hier auf der Brücke. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Verdammt. Ich zeig so lange hier nichts aufgenommen. Naja. Aber heute Vormittag oder heute Morgen haben wir über Struktur gesprochen, dass mir Struktur sehr hilft. Deswegen mag ich zum Beispiel auch so Sachen alle an ihrem Platz angeordnet und nicht wild um einer Kiste rumfliegend oder so. Deswegen hasse ich wahrscheinlich auch Kabel, weil die sich immer verheddern und macht mich irre, wenn ich die erst entheddern muss. Macht mich kribbelig, das macht mich nervös. Oder wenn man so, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man so geschwitzt ist und ein T-Shirt ausziehen will und bleibt überall hängen und geklebt und oh, da wäre ich verrückt bei. Naja. Und jedenfalls schreibe ich mir auch deswegen ganz viel in mein Notizbuch immer ein, weil ich es sonst vergessen würde und weil ich mir einfach schon deswegen, weil ich es schreibe, besser merken kann. Und dann bin ich letztens über ein neues Notizbuch gestolpert, das nennt sich Klarheit. Das ist so ein einfaches Notizbuch mit so einer Wochenübersicht und soll einem durch verschiedene Fragen und Struktur in dem Buch selbst nochmal dabei helfen, dass man mehr Struktur und Klarheit in seinem Leben schafft oder so. War jetzt nicht gerade günstig, aber ich habe gedacht, ich probiert mal und schaue mir das Ganze mal an. War irgendwie 30 Euro, was für so ein Notizbuch ganz schön viel Geld ist, finde ich. Und hier halt die Wochenübersicht, wo man selbst eintragen kann, welches Datum gerade ist und welche Kalenderwoche ist. Und hier vorne sind so ein paar Fragen, die man beantworten soll und durchspielen soll.
Naja, wollte ich den ganzen mal die Chance geben und jetzt in der Urlaubswoche fange ich damit an, weil man muss die Fragen oder soll die Fragen alle am Stück irgendwie durcharbeiten und beantworten und nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen. Mit dem Notizbuch habe ich auch erst vor ein paar Jahren irgendwie so für mich entdeckt, weil vorher habe ich auch immer gedacht, ja, hast du hier so ein Smartphone, sind Apps drauf, kannst du alles notieren. Ja, aber am Ende landest du doch wieder beim geschriebenen Wort. Vielleicht ist das aber auch so eine Sache von Kreativen. Kreativen finde ich sowieso ein dämliches Wort, weil ich glaube, jeder Mensch ist kreativ oder kann kreativ sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Mit der Struktur ist aber vielleicht so eine Sache von Kreativen. Ich meine, wenn ich die Vlogs von Casey Neistat zum Beispiel gucke und dann sehe, wie er sein Büro da einräumt und so und alles immer ordnet und alles einen festen Platz hat und so bei bestimmten anderen Sachen, ich erkenne mich da schon ganz oft wieder und ich glaube, das geht vielen so. Thank you.